Am 13. Februar fand bei Kaiserwetter der legendäre Karl-Schanz-Ortsjugendskitag statt. Diese Rennveranstaltung hat Tradition. Den Karl-Schanz-Ortsjugendskitag gibt es deshalb, weil es an Erinnerung an seinen runden Geburtstag diese Rennveranstaltung in den Karl-Schanz-Ortsjugendskitag umbenannt wurde. Aber natürlich dieses Rennen, dieses Orts-Skirennen des Skiclub Adelberg gibt es natürlich schon seit zig Jahren, schon seit Jahrzehnten, und es ist schon Tradition geworden. Und was mich besonders freut, natürlich hier in St. Anton hat es heuer eine Rekordteilnehmerzahl gegeben mit über 115 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und das ist natürlich sehr erfreulich. Die Kinder- und Nachwuchsförderung wird im Skiclub Arlberg besonders groß geschrieben. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, und genauso ist das natürlich auch der erste Schritt in eine Rennfahrerkarriere, in eine mögliche Rennfahrerkarriere. Wobei wir natürlich nicht unbedingt Weltmeister und Olympia herrichten können, machen können. Aber den ersten Schritt, die ersten Schritte werden gesetzt mit diesen Nachwuchsrennen in allen Adelbergorten. Und wir sind natürlich sehr stolz, wenn ganz viele Kinder beim Skifahren sind. Weil man braucht natürlich auch in Zukunft, auch wenn man an den Tourismus denkt, immer mehr Skifahrer. Und es freut uns natürlich, dass so eine Begeisterung in St. Anton herrscht. Die Rennveranstaltung jedenfalls wurde von Seiten der jungen Teilnehmer und der Organisatoren höchst positiv resümiert. Ich fahre gerne Ski und ich bin beim Skiclub dabei. Ja, war natürlich perfekt vom Wetter her. Unglaubliche Teilnehmerzahl. Wir haben 111 Starter gehabt und das ist ein absolutes Rekordergebnis. Und das freut uns natürlich sehr. Unfallfrei, gute Stimmung, rundum alles glücklich. An dieser Stelle möchte ich mich aber ganz recht herzlich bedanken. Weil mir sehr gut gefällt. Auf die Kinder wartete neben Medaillen und Pokalen noch eine weitere tolle Überraschung. Kuchen. Den kann man essen und da kriegt jeder Teilnehmer einen Kuchen. Und natürlich als großes Highlight ist immer der SCA-Kuchen, den jeder Teilnehmer mit nach Hause bringt. Und das hat Tradition, und da denke auch ich noch zurück an meine Anfänge im Rennlauf. Und ich glaube, so hat jeder Einheimische irgendwann einmal Berührung gehabt im Skiclub Adelberg und auch mit diesem Kuchen. Das ist, glaube ich, so ein Schokokuchen mit Marzipan.